Eisenschwester entpuppte sich als Magdalena aus Vilnius. Sie sprach fließend Macaroni, besaß einen doppelten Doktortitel im Fach klassische Sportwagen der 40er Jahre und ein Fahrgestell so perfekt wie ein Lamborghini. Die ideale Frau, um Leonid Iljitsch Brezhnevs neues Spielzeug pünktlich zur Parade am 1. Mai vor die Kremltore zu überführen, damit es vor den T-54-Panzern herfuhr. Und da ich nun mal als ihr inoffizieller Beschützer zu fungieren hatte, funkte es auch sofort zwischen uns. Ich warne Sie, Marlow. Halten Sie Ihre dreckigen Hummerkrallen im Zaum. Ich bin nicht eins von diesen Moskau-Flittchen zu einer Kopeke das Dutzend, inklusive laufmaschiger Strumpfhose aus dem Intershop. Oh. Denn mir war klar, dass wir das perfekte Team für diese heilige Mission darstellten. Ich, der männliche Beschützer, und Sie, das kleine, gehorsame Schulmädchen mit einem Herzen aus Marzipan. Oh. Nur damit Sie Bescheid wissen. Ich bin dazu ausgebildet, einem Mann den Arm an 12 Stellen zu brechen, bevor sein Gehirn auch nur Zeit hat, den Schmerz zu registrieren. Und ich kann Ihnen mit einem AK-47 aus 200 Meter Entfernung die Fingerspitzen wegschießen. Eine Braut, wie ich sie mit nach Hause nehmen würde, zu meiner alten Babuschka in den Ural. Sie könnte mal schnell vor dem Mittagessen ein paar Birken zu Feuerholz zerkleinern. Einen wilden Elch mit 3 Fingern erdrosseln, um uns ein Festmahl zu sichern, und schließlich beim Nachtisch zur Unterhaltung mit ein paar Bergbeeren ringen. Ein hübsches Märchen. Wie konnte ich sie davon überzeugen, dass ich eigentlich ein lieber Teddybär war? Wirklich. Man braucht nur mein Fell in der richtigen Richtung zu streicheln und schon komme ich kuscheln. Probier mich, Magdalena aus Vilnius. Oldtimer-Auto- und Mussolini-Expertin mit grünen Augen. Oh, oh, Marlow, pass auf. Fatale Gedanken auf 2000 Kilometer. Gefahr direkt voraus. Nimm die Umleitung. Aber es war zu spät. Tatsächlich war es schon in dem Augenblick zu spät gewesen, als meine Finger sie zu Gesicht bekommen hatten. Sogar schon vorher. Und jetzt krochen meine Hormone aus den stillen Winkeln, wo sie während einer viel zu langen Saison brav ausgeharrt hatten. Aufwachen, Marlow. Moskau.